Miss Marple, ich habe schon einen langen und anstrengenden Tag hinter mir. Worauf wollen Sie nun wieder hinaus? Ich will darauf hinaus, Ihnen klarzumachen, dass der Mörder von Mrs. McGinty und der Mörder von George Rorten ein und dieselbe Person ist. Das ist die gleiche Seite derselben Nummer, die ich mir aus dem Zeitungsbüro besorgt habe. Ich habe die gleichen Buchstaben und Worte herausgeschnitten und sie zusammengesetzt. Da. Wir müssten Nachforschungen anstellen und zunächst einmal das Privatleben von Mrs. McGinty etwas genauer untersuchen. Ich habe nicht den geringsten Zweifel mehr, dass einer dieser Schauspieler hier unser Mörder ist. Wenn Sie so von Ihrer Theorie überzeugt sind, Miss Marple, dann sollten wir langsam etwas unternehmen und agieren. Dann weiß er also Bescheid, der Mörder. Er muss sie die ganze Zeit durchschaut haben. Er ist gewarnt und spielt jetzt Katze und Maus mit ihm. Fragt sich bloß, wer die Katze ist. Ich hielt es doch für meine Pflicht, Ihnen etwas mitzuteilen, bevor unsere Vorstellung beginnt. So, was? Ja, ich glaube, unser Mörder wird heute Abend wieder versuchen, mich umzubringen.